Wir sind jetzt gerade in Schöneiche angekommen, im Winter Wonderland Paradise, wie ich es gerne nenne, im Winterurlaub in Corona-Zeiten. Ja, zeig euch mal, wie wir trotz des Schnees die Pferde trainieren, hoffentlich. Und angesichts dessen, ihr seht schon, wow, man ist hier ganz schön tief im Schnee. Lola ist auch dabei. Und ja, dann schauen wir mal los. Hallo, gut ist. Hallo! Sterni ist mein Reitpferd. Und Sterni muss in der Box bleiben, weil Sterni krank ist. Sag mal hallo. Hallo, Leute. Sterni und ich machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Weil Sterni darf momentan nicht geritten werden. Und deswegen mache ich ein bisschen Schrittprogramm mit ihm. Durch die Winterlandschaft. Ja, wir haben ein bisschen Zeit, weil das Schild, habt ihr ja gesehen, geht irgendwie nicht an den Trecker ran. Und wir müssen mit dem Schild den Schnee von der Bahn schaufeln, damit wir da jetzt gleich fahren können. Hoffentlich klappt's. Sterni und ich sind jetzt zurück im Stall und während unseres kleinen Spaziergangs haben sie es dann doch geschafft, das Schild an den Traktor zu bringen. Der war nämlich eingefroren. Und jetzt wird erstmal die Bahn freigeschippt und dann können wir hoffentlich gleich loslegen. Ich bin der Schneemann. Oh mein Gott, Mann, die Leute denken, aber wir können trainieren. Was macht das mit Menschen, wenn man einfach verrückt ist? Leute denken nicht, ich bin gestört, die wissen, ich bin gestört. So, weiter geht's. Leuchtet jetzt das rote Lämpchen? Ja. Es kommt ins Video, Dennis. So, jetzt geht's los. Dann geht die wilde Fahrt nämlich los. Na, gut, was dann läuft. Seid ihr auch fertig? Wir sind bereit. Danke.
eine Ewigkeit später. Ja, da war der Akku alle, aber wir haben ja Gott sei Dank einen zweiten Akku dabei. Das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Eine fröstige Einöde später. So, ich fahr jetzt los. Alle guten Dinge sind drei. Adi mal. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So. Over kriegt lecker Mesh. Es dampft. Und wir haben alles überstanden. Ich kann auf einer Skala von 1 bis 10 gar nicht mehr beschreiben, wie kalt mir ist. Aber irgendwie macht es trotzdem Spaß. Glaube ich sogar. Okay. Guten Appetit. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Schlitten fahren! Wer von euch zuerst runterfällt, dann bin ich dran. Das Fazit, mein Gesicht ist ungefähr so rot wie ein Pavian-Arsch. Und vom Berg runterfahren macht mehr Spaß. Also ein halber Daumen. Ja, ab geht's mit euch. Zweite Runde, neues Glück. Oh. Papa fährt uns jetzt zur Intervallstrecke. Ich kann meine Augen nicht mehr aufmachen. Ah. 55 km/h. Du hast dich wirklich gefroren. Ich hatte 55 km/h. Ja. Mein Gesicht, ich kann es nicht mehr spüren. Das ist pures Eis. Ja, wie fanden wir diese Tour? Oh, ich sehe so scheiße aus. Oh mein Gott, ich glaube, aber das ist doch voll das gute kosmetische Peeling oder so, ne? Habe ich mal gehört. Im Auto zurück. So, meine Freunde, wie der Tag angefangen hat, so hört er auch wieder auf. Sterni und ich gehen jetzt nochmal wieder ein Ründchen. Und ja, ich bin jetzt so durchgefroren, dass ich die Kälte gar nicht mehr spüre. Und ich weiß ja nicht, aber hey, hallo. ich fand den Tag echt cool und es hat mich gefreut, euch daran teilhaben zu lassen. Und ja, ich weiß nicht, jetzt mache ich mal wieder hier so einen auf YouTuber. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr solche Vlogs gerne seht und ob ihr sowas öfters haben wollt. Und ja, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wenn ihr auf die Glocke klickt, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Langsam habe ich diesen YouTuber-Stil raus. Es kann losgehen und weitergehen und es geht auch schon bald weiter mit weiteren Videos von Gemeinsam für den Trabrennsport. Tschüss!